Und weiter geht es mit einer actiongeladenen Folge The Front. Ich bin wieder an der Base. Wir haben ein volles Inventar. Wir haben unseren Diener, unseren Plünderer mit Speer. Und den werden wir uns mal ransetzen. Wir werden auf jeden Fall an der Base heute ein bisschen basteln. Hier wahrscheinlich auch ein bisschen an unserem Todeslabyrinth. Und auch mal den nächsten Raid starten. Aber ich muss erstmal schauen, dass ich genügend Munition produziere und sowas, ne? Ich würde sagen, erstmal die Waffe wegpacken. Den können wir doch bestimmt hier dran setzen, oder? Volkslot. Aktivierung. Wo ist er jetzt? Bro? Defenden. Mit in den Kampf. Wo ist er? Ach nein. Ernsthaft jetzt? Oder ist er irgendwie aus den draußen? Nein. Das gibt es doch jetzt nicht, oder? Sag jetzt nicht, der ist weg. Ey, zum zweiten Mal? Ist hier oben? Das gibt es doch nicht. Zum zweiten Mal ist mein Diener weg. Ich hätte ihn einfach. Du kannst ja auch nicht vorher wissen, ne? Ich hätte ihn einfach. Hallo? Danke. Einmal drehen. Ich hätte ihn wahrscheinlich einfach drin lassen sollen, ne? Das ist mal wieder ein ultra geiler Start für eine Folge. Der war doch ganz kurz da. Ist weg. Ganze Arbeit wieder für umsonst. Geil. Einfach nur geil. Hier wird noch produziert. Dann machen wir als nächstes hier. Oh, sehr geil. Stahlbarren. Ist auch noch. Ah, aber nicht ganz. Ich würde sagen, wir machen mal Blei ready. Kupfer ready. Dann hauen wir hier nochmal Steine rein. So. Waffenbank, warte mal. Wir müssen hier einmal rüber. Hier muss ich auch schöner machen. So. Einmal rein mit dem Kram hier. Bam, bam. Brauchen wir Salzerz nur hierfür? Ich denke mal ja, ne? Ich tippe auf ja. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Toner, also mehr Asche. Ah, das ist. Das gibt es nicht, ne? Der ist einfach weg, Leute. Das ärgert mich immer noch. Der ist einfach weg. So viel Arbeit wieder umsonst. Ah, ich könnte ausrasten. So, hau ich mir mal hier raus. Dann haben wir auch wieder hier ein bisschen Platz drin. Eisenbarren. Eisenerz nehme ich mir auch raus. Das kommt rüber, weil wir müssen auf jeden Fall einen Haufen Stahlbarren machen. Deswegen auch mal zack, rein damit. Nein, fast falsch. Ach, wir brauchen hier nochmal. So, wir brauchen auch hiervon. Können wir zwei hier reinhauen? Bam. Ja, das wird dauern. Das wird auf jeden Fall eine Weile dauern. Dann können wir hier einmal gute alte Schlackerasche hier reinhauen. Was brauchen wir eigentlich hierfür? Oh, teuer. Kunstfaser scheint sehr teuer zu sein. Ja. Wir unterbrechen mal. Machen dann 52 hiervon und dann kann hier weiter produziert werden. Nehme ich mal raus und da machen wir erstmal wieder Munition. Munition. Wo mache ich die nochmal? Ach ja, klar, war. Waffenbank, wo denn sonst? Guck mal, hier habe ich sogar ein bisschen gehabt. Hier. 25, das machen wir nicht. Wir machen aber mal 15. Wir brauchen Eisenbarren. Wer hätte es gedacht? Eisenbarren. Ah, ich nehme es mir mal raus. So dreist bin ich mal.
hau ich erstmal hier rein. Warte mal, wir machen mal aufräumen. Und hier genauso. Naja, es ist auch nicht gerade viel besser, aber ich sehe gerade Asche, die wir rausholen. Wir hauen mal, ja, Axt bleibt natürlich hier bei mir. Ja, mit der Munition hier runter. Weizen habe ich hier ein bisschen drin. Ich muss aufräumen, Leute. Ich muss aufräumen. Ich habe so viel zu tun. Ich habe einfach so ultra viel zu tun. Das Wasser können wir auch behalten. Molly habe ich jetzt leider nicht benutzt gehabt. Haben wir hier Bücher drin? Oh ja. Können wir gleich direkt mal uns ein bisschen auch upgraden. Das machen wir aber erst gleich. Hier läuft die Produktion soweit. Wir können hier nochmal die Steine nachhauen. Dann machen wir nochmal die Geschichte hier. Mörser, warte mal. Haben wir aktuell keinen Mörser? Glaube tatsächlich nicht, ne? Muss mal ganz kurz schauen, ob hier genug Holz drin ist. Das passt aber noch, ne? Stahlbarren kann man nochmal nachhauen. Gut, ich würde sagen, das passt erstmal soweit. Haben wir schon ein paar? 6. Aber ich glaube, damit können wir noch nicht viel anfangen. Nee, ich habe gar keinen Mörser, ne? Aktuell nicht. Hierfür brauchen wir Silizium und Kupferbarren. Aber warte mal. Die Dinger brauchen wir auf jeden Fall. Silizium habe ich sehr viel. Kupferbarren nehmen wir uns mal. Machen wir mal 60. Das sollte doch passen. Dann können wir hier auch die Produktion einmal anschmeißen. Dann geht es auch ein bisschen schneller voran. So. 30, warte mal. Für was brauche ich jetzt nochmal Eisen? Ich brauche doch gerade für irgendetwas Eisen. Und hier Stahlrüstung habe ich noch nicht freigeschaltet. Bin ich gerade hängen geblieben? Ich glaube ja. Ich glaube, ich bin gerade irgendwie im Kopf ein bisschen. Patronen, ne? Patronen, Impuls. Aha, Kettensäge. Brauchen wir Stahl für? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Polymer. Da brauche ich aber Öl, ne? Ich nehme erstmal die Munition raus. Genau hier brauchen wir Eisen. Und für die brauchen wir auch Eisen. Wo ist meine Muni? Hier. Ja, komm. Das bisschen Eisen, was wir hier drin haben, opfern wir. Und rein damit. Eisen, Eisen, Eisen. Wo ist mein Eisen? Hier. Also ich könnte maximal 10 machen und hiervon 8. Dann machen wir hier 4. Und davon 6. So, ich lager mal hinten den Kisten mein Kram ein. Ich habe das ja so ein bisschen Ordnung ist ja vielleicht drin. Holz ist aber. Okay, wir können den Harz hier rein sortieren. Hier ist alles, was mit Bauen, Sand und Stein zu tun hat. So, Gebäude, Teile auch. Dann einmal aufräumen. Okay, so weit, so gut. In der Kram rein. Seile behalte ich mal. Okay, das passt doch schon mal. Zwar hier noch gar nichts. Hier haben wir auch noch nichts drin. Und hier haben wir Molly noch. Ale. Gute als Ale. Na gut. Ich überlege gerade. Also ich wollte eigentlich einen Raid starten. Unser Inventar ist noch so voll. Ich hau erstmal alles rüber. Obwohl die Bücher, ja egal. Machen wir gleich. Klebeband, ja komm. Wir hauen erstmal alles rüber, was geht. Soll ich mir vielleicht mal reinhauen? Ich sollte mir auf jeden Fall ein paar Pfeile machen. Pfeile wäre auf jeden Fall nicht schlecht.
So, den tauschen wir mal aus. Warte mal, wir können direkt den hier nochmal austauschen. Ich glaube, soweit sieht es dann schon mal ganz gut aus. Pfeile. Stein, Faser und Holz. Komm, das machen wir noch schnell. Ich nehme jetzt einfach jeweils ein Stack raus, was soll's. Und dann erstelle ich einfach komplett Pfeile damit. 100. Wir brauchen ja auch ein paar Pfeile in meiner Falle, ne? Okay, dann starten wir doch mal. Ich habe die doch schon mal umgedreht, oder? Ich drücke drauf, dann macht er nichts und dann erstmal mach ich egal. Ich lade noch mal nach. Und hiermit sollten wir auf jeden Fall ohne Probleme auskommen. Hey, okay, für die Dicken wäre eigentlich noch mal. Na egal. Was soll's, schaffen wir schon. So. Let's go. Pfeile. Obwohl, kommen alle rein. Soweit, so gut. Und natürlich schießt er daneben. Gut, ich gehe nochmal von oben. Dann haben wir eine schöne View. Können vielleicht hier mal ein bisschen ballern. Wenn da ein dicker Kollege ist. Und da ist auch schon einer. Obwohl, warte mal. Kuckuck. So, laden wir mal nach. Wir kriegen auf jeden Fall bestimmt wieder ordentlich Fett Loot raus, ne? 6 Minuten geht die Welle. Ich muss noch ein Stück trinken. Wir werden auf jeden Fall viel zum Sammeln haben. Genug Pfeile sind da drin. Wir ballern mal ein bisschen rein. Ich glaube, die würden zwar durch die Fallen einfach sterben. Ah, wir werden auf jeden Fall hier ein bisschen mal weiter ausbauen, dann so einen Fleischwolf dran bauen. Also hier vielleicht irgendwo ein Fleischwolf, dass sie erstmal so durch müssen und dann so eine Falle, die die wieder zurückwirft, in den Fleischwolf hinein. Ich glaube, das ist eine feine Sache. Komm. Den beballern wir mal ein bisschen. Hey, der. Achso, der hat ihn einfach noch nicht zurückgeworfen. Hey, was? Was soll das? Schlägt hier einfach gegen. Pure Frechheit. Okay. 5 Minuten 30 haben wir noch. Also zwei große kamen schon mal. Runde 7. Wer von euch spielt das Spiel auch und welche Runde seid ihr aktuell? Würde mich schon mal interessieren. Ist hier wieder so ein Dicker. So eine stabile Keule. Ist hier was? Sehr schön. Hat auch gut funktioniert. Das Munition verballert, aber wir können eh relativ viel herstellen. Pfeile sind ja immer noch dran. Okay, es kommen auf jeden Fall mehrere von den Dicken. Das heißt, es gibt auf jeden Fall schön Loot. Schön viel Splitter. Bleibt er so. Perfekt. Ach so. Na gut. Das ging schneller als erwartet. Ich sammle erstmal die Beutel auf dem Boden ein. Ich hoffe, irgendwie die Schnelltaste streckt alles ein. Sammel auf E oder so. Nee, ne? Alles aufräumen, Transfer. Gut, so können wir es machen.
Nein, nicht zerstören. So, hier liegt noch ein Beutel. Oh ja, das ist einiges. Wir sind auch schon relativ voll. Ich würde sagen, wir sammeln erst, also ich sammle, wir bringen den Kram erstmal rüber. Und dann holen wir uns den Rest aus dem Turm ab. Ich weiß gar nicht, wie dieser Turm überhaupt heißt. Ich vergesse es immer andauernd. So, also wir haben sehr viele Baupläne. Ja. Wie gesagt, ich sammle erstmal alles so hier drin, was wir immer aus den Raids gerade so rauskriegen. Außer die Steine natürlich jetzt nicht. Dann sortieren wir später um. Das Fleisch, gut, das können wir jetzt auch hier lassen. Gut. Dann, ups, falsch. Ich verlaufe mich schon meinem eigenen Gebäude. So, was ist eigentlich, wenn ich da hinten eine Tür einbaue? Triggert die Tür die dann oder kann ich dann einfach, ist das für mich ein besserer Eingang oder so? Ich weiß es nicht. So, also, Ressourcen erhalten. Ja, das ist ja mager. Außer die hier, die sind gut. Bleibarren, warum keine Eisenbarren? Diesmal ist irgendwie die Ausbeute nicht so mega gewesen. Ich glaube, ich muss auch hier Ressourcen mal reinhauen, ne? Holz. Holz hätten wir. Fasern. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Menge Fasern hier drin. Aber gut, das war schon mal ein netter Raid. Noch ist die Base, obwohl es noch nicht mal so viel ist, hier unschlagbar. Wir werden aber noch upgraden, Leute. Oben muss ich auf jeden Fall auch noch die Decke reinzimmern und so, ne? Wir haben sehr viel zu tun. Ich sortiere es erstmal den Kram nochmal, hau den einfach rein. Dann nehme ich mir jetzt mal so die wichtigen Sachen raus. Obwohl, warte mal. Sollen wir alles direkt rausnehmen? Nehmen wir mal die Splitter. Ja. Ist nicht. Lassen die Bücher nehme ich mir noch raus. Dann lassen wir das erstmal drin. Ich wollte ganz gerne schauen wegen der Muni. Da haben wir noch ein bisschen. Na, immerhin. Wie sieht es hier aus? Warte mal, wird hier produziert? Okay, hier wird noch fleißig produziert. Okay, ja komm, die machen wir auch einmal. Finish. Bleibarren. Und die können wir direkt reinknallen. Ich brauche Schießpulver. Und wie sieht es hier hinten aus mit der Produktion? Läuft hier alles? Hier läuft noch. Okay. Das dauert, glaube ich, ziemlich lange. Warte mal, wenn das jetzt abläuft. Wie lange dauert einer in der Produktion? 15 Sekunden. Ja, das ist ordentlich. Ich werde auf jeden Fall mit der Zeit noch mehr bauen. Hier muss ich mich auch noch einrichten. Ja, wir haben echt ultra viel zu tun, ne? 86. Boah. 153. Na, das ist doch mal was. Damit lässt sich doch arbeiten. Wo habe ich's? Bin ich gerade blind? Hier. Ach, guck mal, das hätte ich. Ah, meine Augen. So, machen wir noch mal hier, hier. Machen wir mal. 10. Ich mach jetzt mal 5. Wohlkomm. So. Soweit, so gut. Das können wir auch noch einordnen. Dann nehme ich jetzt die Bücher und mache hier erstmal ein Talent hier. Lebenswiederherstellungsgeschwindigkeit ist gut. Rollenlevel 42. Ach so. Wir könnten hier noch mal reinhauen. Oder wir gehen hier rein. NPC-Schaden erhöht, ja. Mehr Schaden ist immer gut.
Gut, wir haben sehr viele Kristalle. Das gefällt mir schon mal. Apropos viele Kristalle, wir haben hier bestimmt doch noch das ein oder andere zu lernen. Hier jetzt nicht. Was sieht es mit Waffen aus? Stahlwaffen. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall Öl, damit wir mehr Polymer bekommen. Heißgerät. Fragen über Fragen. Willst nicht direkt alle einfach so wahllos verballern? Was sind das hier für eine Waffe? Granatwerfer. Oh. Das klingt sexy. Schockmodul. Das klingt ebenso sexy. Sandmodul. Sammlungsmodul. Das klingt alles irgendwie heiß. Ich schaue nochmal ganz kurz so hier Gebäude. Okay, wir könnten Beton und so, aber wir bleiben jetzt erstmal bei Stein. Elektrische Tür, Eisentür, wow. Fahrzeug des Level geht es überhaupt bis 60. Ah, ne, das können wir alles lassen erstmal. Ausrüstung ist auf jeden Fall nicht verkehrt, weil. Ah, Metallrüstung, wir brauchen noch zwei Level. Und in Level 34 ein Level noch. Ja, da will ich auf jeden Fall hin. Deswegen wollte ich schon mal Stahl produzieren. Grillfleisch, ja gut, nee. Nö, 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 nö. Apfelwein, ja gut. Lernen wir das mal. Technologien. Oh, so viel Fallen. Guillotine. Ist alles so teuer. Ich brauche mehr Material. Feuerfalle, Alter, was? Solargenerator. Boah, ich werde so überhäuft. Okay, jetzt haben wir auch kaum Splitter mehr, ne? Die bewahren wir erstmal auf jetzt. Den Schleim. Warte mal, Klebeband. Das ist mein Klebeband. 25. Gut, Klebeband würde ich sagen, ist erstmal soweit okay. Irgendwie ist auch Kautschuk drin, aus welchen Gründen auch immer. Ich mach nochmal welchen. Ich glaube, Kautschuk ist nicht verkehrt. Was brauchen wir eigentlich für Dynamit? Öl und Alkohol. Warum? Braucht man für Dynamit Alkohol? Also entweder bin ich hängen geblieben. Man braucht wirklich Alkohol für Dynamit. War ich eigentlich nur Schwarzpulver? Ach, keine Ahnung. Ich bin da nicht so ein Experte auf dem Gebiet, Leute. Bitte nicht steinigen. Ach, jetzt habe ich das Salz wieder nicht reingehauen. Naja, okay, also. Kiespulver rein. Pistole. Ne, hier die hier einmal. Habe ich nicht Pistolenmunition in die Warteschlange gegeben? Hä? Ach so, hä? Warum ist es direkt. Habe ich es eingesammelt? Ich glaube, ich werde alt. So, komm, 20, was soll's. Ich glaube, ich werde alt, Leute. Die packen wir mal erstmal zur Seite, weil das könnte böse enden. So, mache ich mir hier mal die Fackel an. Wie sieht es hier aus? Ich muss mal die Produktion einmal beobachten. Hier sieht es soweit ganz nett aus. Ich habe hier eigentlich noch einen Haufen Steine, ne? Also ich habe wirklich sehr viele Steine. Komm, ich nehme mir 4 Stacks nochmal raus. Den Rest behalte ich. Hier bauen wir hier, hauen wir hier noch rein. Eisen. Ja, ich würde ganz gerne Eisen produzieren, um ehrlich zu sein. Ich brauche Eisen. Warte mal, wir machen mal den Kram raus, beenden das hier. Dann zack, zack. Zack, Holz ist noch genug. Dann hauen wir nochmal zwei rein und machen den hier. Sollen wir das hier hinten auch machen? Ich meine, warum nicht? Okay, das kann alles ziemlich lange da. Wow. Produziere ich dann doch vielleicht lieber drüben. Dann machen wir hier. So, ich hatte noch Eisenerz.
machen wir noch die Geschichte hier. Und die hier. Holz müssen wir auch mal vielleicht nach der Zeit nachhauen, aber ich würde sagen, so weit, so gut. Dann haue ich hier noch Kupfer rein, so. Dann ist hier auf jeden Fall mehr als genug zu tun. Sehr schön. Also, ich muss noch mal ganz kurz hier dran gehen. Filtermaschine habe ich. Ich brauche Öl. So eine Ölpicke soll ich mal bauen. Kettensäge. Ist auch ziemlich geil, ne? Haltbare mechanische Teile. Polymer. Mechanische Teile. Polymer habe ich so gut wie gar nichts. Soll ich das wirklich dafür benutzen? Ich meine, wir könnten auch so ein schwarzes Ritter-Sturmgewehr machen. Gewehrkugeln, das klingt ziemlich geil. Granatwerfer. Brauchen wir auch Polymer für. Und Eisen. Und hier brauchen wir Stahlbarren für. Aber das könnte eine ziemlich geile Waffe werden, ne? Ich glaube, die haut bestimmt ultra rein. Schockmodul. Fragen über Fragen. Ich würde sagen, ich sollte erstmal die hier nehmen. Ölpicker, damit wir an mehr Öl kommen. Und dann können wir dadurch auch mehr Polymer erschaffen. Auch noch hier Rohöl für, ne? Ja. Eieieiei. Wir haben ja... Oh, wir haben auch schon sehr viel Stahlbarren. Das habe ich gar nicht... Habe ich gar nicht reingeschaut. Dass, also, dass ich so viel habe, das ist schon mal geil, ne? Also, wir machen uns die Picke. Den Pickel. Können wir eigentlich machen. Ich will mein Polymer erstmal aufbewahren. Ich will es erstmal aufbewahren. Mit den Schüssen aus. Bis wie viel stacken die überhaupt? 200. Ja, gut. Dann nehme ich 200 mit. Habe ich was zum Mampfen? Nicht mehr, ne? Ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich wieder jagen gehe. Habe ich hier was zu essen? In der Krimskramsbox? Nö, ne? Vergammeltes Fleisch kann man rein. Und hier sind echt nur Baupläne, ne? Aber warte mal. So. Wie sieht es eigentlich hier hinten aus? Was habe ich hier drin? Gar nichts. Okay. Hier, ja. Ich bin auch witzig, ne? Ich habe hier ganz viele Öfen. Ich hätte die eigentlich alle anschmeißen können. Ich werde auf jeden Fall Material sammeln, damit wir hier eine fette Produktionsstätte haben am Ende. Arbeitstisch. Hier habe ich nichts am Laufen. Genau, ich wollte einmal kurz durchschauen. Silizium, elektronische Teile, Feuerpfeile, aha. Aha, wir brauchen auf jeden Fall Polymer. Die Dinger könnten wir so bauen, aber läuft das automatisch oder brauche ich dafür eine Stromverbindung? Mit Elektrizität, mhm. Da muss ich dieses Fahrrad betätigen. Da brauchen wir auch wieder Polymer. Alles ziemlich teuer. Kupferbarren. Und Silizium ist... Ja, warte mal. Ich habe doch einen Haufen Sand, oder? Bin ich hier gerade nicht drin? Habe ich noch Silizium hier drin? Ne? Sieht nicht danach aus. Hier läuft alles weiter, ne? Und für Kupfer nehmen wir uns mal raus. Den lasse ich hier drin, den Kram. Den nehme ich mir mal raus. Die Ölpicke. Sieht die eigentlich aus? Mhm. Interessant. Sehr interessant. Also, Kupfer kann da schon mal rein. Kann ich mal zwischenparken. Sand. Sand habe ich bei den Steinen, ne? Dann nehmen wir mal alles raus. Wir nehmen mal ein bisschen. So, das sollte reichen. Damit wir auch vielleicht schon direkt mal ein bisschen Kalk machen.
Holz muss ich auch wieder sammeln, ganz dringend. Dann können wir hier mal ein bisschen Gas geben, ne? So. So, her damit. Und rein damit. Aktivieren und hier machen wir den Kram. Und hier würde ich sagen, machen wir mal eine Runde Kalk. Gut. Achso, wir haben hier noch. Hätte eigentlich noch Holz da gehabt. Gut, dann knallen wir mal voll. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit dieser Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, wie der Hase läuft, wie immer, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.